Kikeriki, da sind wir wieder. Medizin. Wir sind in der letzten Folge mit dem Kran rübergefahren. Für einige, die es nicht mehr wissen. Kacke, unten lang oder oben lang? Ich glaube, unten ist der Weg. Ich höre schon mehr Gegner. Ach, leck mich doch. Oh, was ist da hinten? Da war was Großes. Ach, Kacke. Gleich Aufmerksamkeit erregen oder erstmal warten? Füße stillhalten? Oder direkt drauf? Ach, direkt drauf, ihr habt recht. Ihr habt vollkommen recht, wie immer. Okay, man muss natürlich auch treffen. Zack. Zack. Keine Sorge, die erwischen mich schon nur alle. Zack. Irgendjemand wird schon gestorben sein. Zack. Können wir mit dem Kran zurückfahren und dann können wir wieder aufladen. Zack. Was, der hat überlebt. Was zur Hölle war das? Ein Supermutant? Was ist das für ein fleischiges Stück? Das sieht lecker aus. Ich will es essen. Wie nennt man das, wenn es blutig ist? Englisch? Well done? Nee, well done ist bestimmt nur blutig, ne? Oh ja, kann es da wieder aufladen. Die Waffe ist auch fett, Alter. Aber alle großen Waffen sind fett. Kommt immer drauf an, welchen Gegner man vor sich hat, ne? Also bei Lissy haben wir ja gesehen, keine Waffe bis auf der fette Laser hat eine Wirkung gehabt. Beziehungsweise konnte lang genug Schaden anrichten, dass das überhaupt was bringt. Ansonsten für die großen Gegner macht sich der Laser auch gut, aber hier passt es mit denen auch, weil die Feuerrate natürlich schön hoch ist. Super geil. Super geil. Gut, wir sind ja voll. Wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen hier ein paar Widerständler befreien. Widerständler. Wie verrostet das ist hier alles, ey. Als ob das schon seit 20 Jahren tot rumliegen würde. Dabei ist es gerade mal 2 Jahre her. Aber kann natürlich sein, dass in 2 Jahren hier alles verrottet. Ist immerhin überschwemmt worden. Das heißt, hier ist bestimmt auch eine höhere Luftfeuchtigkeit. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Also ist es mir auch scheißegal. Nein, ich hab's geworfen und verschwendet, aber wieder aufgehoben. Von daher alles schicki, alles paletti. Sag das. Ich muss mir wohl den Weg freispringen. Yo, bin ich bei dir, Alter. Bin ich richtig bei dir. Wir sind voll, wir brauchen eigentlich nichts. Hier ist auch alles voll, alles voll, alles voll. Limit auch schon erreicht, Mensch. Hier gibt es noch eine Konzeptart, die nehmen wir mit. Oh, sieht doch ordentlich aus. Guck mal, das ist der Kopf von Lissy. Oder Lissy. Ich weiß nicht, wie das Vieh heißt. Boah, krass. Richtig fetter Reichstag. Also, so würde er eventuell aussehen, wenn er... Ach, scheiß drauf. Coolo. Fetti Buletti. Ja, ja. Ganz hübsch, ganz hübsch, ganz hübsch. Alles voll, alles voll. Gut, ich soll den Weg freisprengen. Machen wir es doch einfach hier. Oh. Will ich damit? Vielleicht sollte ich da lang gehen. Gut, ihr habt mich überredet. Zum Glück haben wir nichts verschwendet, weil hier haben wir ja unendlich Muni. Hier drüben gibt es nochmal eine Granate. Zack, siehst du, da sind wir wieder alle voll. Sind wir wieder voll. Spreche ich mir hier den Weg frei. Kein Problem. Okay. Doch ein Problem anscheinend. Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Okay, gut. Scheiße, bin ich bescheuert, Alter. So unfähig. Das gibt's doch einfach nicht, wa? Oha. Das überleben wir nicht. Eureka, Batman. Wir haben es geschafft. Aber nichts passiert, außer dass hier... Naja, egal.
Einfach mal irgendwas in die Luft gejagt. Kann auch nicht schaden. Nicht verfügbar. Ja, Lack, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Da ist eine Wand. Dort ist ein Loch. Da gehen wir rein. Dort ist ein Loch. Da gehen wir rein. Ein bisschen schweinig. Aber es sollte so nicht sein. Es hörte sich nur schweinig an. Nicht verfügbar, alles klar. Da oben leuchtet was. Dachte, die Wand kann man wegspringen, aber das dachte ich vorhin schon und das hat nicht geklappt. Ach komm, hier, einpacken. Scheiß drauf. Dann geht's wieder raus und dann treffen wir wieder auf Gegner, wa? Oh ne. Oh ne, leck mich. Ich habe die falsche Waffe für das Vieh. Oh ja. Ich muss die ganzen Kleinen erstmal hier fertig machen. Boah. Na gut, der gibt mir die Waffe, die ich brauche. Arschloch. Endlos lange Pisse aus meinem Arschloch. Kacke, Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das war jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Kacke, ich hätte meinen Laser aufheben sollen, aber ich dachte, das Ding kriegt's vielleicht doch hin. Wenn man nur lang genug draufhaut. Okay, wir machen denselben Trick einfach nochmal. Wir klappen, wir machen erstmal die Typen hier hinten fertig. Scheiße, ist eine Sackgasse. So, geht's mal weg hier. Wo sind die denn, die beiden? Die landen jetzt erst. Mann, hebt die Waffe auf. Und dann weg hier, weg, 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 weg. Alter Schwede, wie meine Lebensenergie runtersammelt. Das gibt's nicht. Sind nur einlässig? Boah, das gibt's nicht. Das Ding trifft mich hier durch die... Boah, das schaffe ich wieder nicht. Ich hänge irgendwo fest. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hänge gerade irgendwo fest. Also ich konnte gerade nur so ganz langsam zur Seite gehen. Ging irgendwie nicht. Kacke, Alter. Das Vieh hat aber auch eine scheiß Reichweite, Mann. Scheiße, ey. Genau, geht gleich los hier mit dem fetten Drachen. Kann ich hier schon mal alles kaputt machen? So, die sind gelandet. Dann schnappe ich mir die beiden jetzt. Die muss ich nur finden. Oh, scheiße, ich stehe an einer Feuertonne. Das ist eine ganz schlechte Idee gewesen. So. Oh, fuck, 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 fuck. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Boah, Alter. Oh, da kommt's. Mitten in den Arsch schießen hier. Oh, das ist geil. Ich hab's. Nicht. Jetzt. Nicht. Munition mehr. No chance, buddy. Oh, das ist kacke, Alter. Das Feuer ist auch abnormal stark, Mann. Läuft das gerade da durch? Ey, das gibt's doch nicht. Boah, zum Glück. Ey, ich
ich hätte schon gedacht, das Ding, das Feuer hat hier also kein Clipping-Fehler, weil das Feuer geht ja auch durch die Wand durch. Hätte sein können, dass es auch durch die Wand Lebensenergie abzieht, aber zum Glück nicht mehr. Eieiei, was ist denn das für ein scheiß Ding, ey? Meine Fresse. Alter Schwede, haben wir ein Glück, Mann. Das gibt's nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt echt eine krasse Nummer hier. Das Vieh ist auch echt abnormal stark, wa? Abnormal stark, ey. So, erstmal hier wieder andere Waffenkombo. Wir nehmen mal die Waffe auf die Seite. Und hier drüben nehmen wir das Teil. So hätte ich das jetzt gern. Hä? Wahrscheinlich, weil ich die leere Patronenhülle, das leere Patronending getroffen habe, konnte ich wahrscheinlich gerade die Kiste nicht öffnen. Witzig. Meine Fresse, 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 Fresse. Das war auch harter Tobak. Harter Tobak. Gut, Freunde der Sonne, wo müssen wir lang? Ach ja, geil, wir können das Ding wieder mitnehmen. Es hat uns bis zu Lissy eigentlich gute Dienste erwiesen. Von daher können wir es auch wieder mitnehmen. Wo muss ich lang? Da lang? Kann ich das aufsprengen? Nein. Hier. Ey, Level geht schon echt lange, wa? Echt ungewohnt, dass ein Level so lange geht hier. Auch nicht auf. Dann wird die mich rollen. Wo muss ich denn lang? Muss ich da raufklettern oder was? Da könnte ich bestimmt mit den Stelzen rauf. Haben wir aber nicht. Sag mal, fuck, was ist denn jetzt hier los? Da muss ich lang. Da liegt schon mal einer. Der ruht sich aus. Der scheint müde zu sein. Den lassen wir einfach schlafen. Kann ich hier hochklettern? Scheint nicht. Ich mach mal die Waffe weg. Vielleicht kann er dann klettern. Nein, kann er nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt die Phase? Das gibt's nicht. Okay, was haben wir übersehen, Leute? Benutzt mal alle euer detektivisches Können. Wo ist hier ein Weg rauf? Ah, guck mal, hier kann man auch aufladen. Mist, verdammte Axt, was ist denn jetzt los hier? Das kann doch nicht sein. Wo muss ich denn hier lang? Durchschlittern kann ich auch nicht. Hehe. Also da muss man irgendwie raufkommen, denke ich. Aber wie? Da oben muss ich rauf. Okay, hier auf die Kiste. Ach, tatsächlich. Guck mal einer an. Mensch, schon ja 2 Stunden hier verballert. Boah, einen Sprung schaffe ich doch niemals. Kann ich hier aufladen? Nee, Limit erreicht. Und Legend. Boah, das war mega knapp. Würde ich jetzt behaupten. Und jetzt? Hier rüber? Dann über die Mauer, oder was? Hier hochklettern tut er ja nicht. Über die Mauer? Von hier? YOLO, hat geklappt. Mega. Da scheint sich jemand zu wehren. Klick, 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 klick. Gold,
Gold und Juwelen, Leute. Gold und Juwelen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir wollen. Mega fette Scheiße. Hier gibt es bestimmt was zu lesen. The Star Guard. Gott, ich sag's nochmal. Die sehen alle gleich aus, außer dass der jetzt ein Asiate ist. Nick Firm. Oder Nick Firm? Weiß gar nicht mehr. Schon vergessen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Anführer Stephensons Brief. Ups. Kacke, ey. Ich bin auch ein Dummbatzen. Ich bin ein Krieger Gottes. Der Herr ist allmächtig sauer. Boah, der Fahrstuhl ist auf alle Fälle unten angekommen. So, höher geht's nicht. Alles klar. Dann geht's ja nur nach unten. Ups. 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 Ich höre schon wieder Schüsse. Fuck, ey. Das gibt's nicht. Ich möchte erstmal wissen, wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Das sind die Bösen, alles klar. Das ging schnell und einfach. Also zu erkennen, wer die Bösen sind. Und nochmal eine Granate. Ich komme hier nicht mehr rein. Was ist denn jetzt los? Ich will hier wieder rein. Geh in meinen Tunnel. Mann, du Penner. Und nochmal eine Granate. Mann, ey, warum hängt der denn immer hier? Ey, das gibt's nicht. Oh, meine Fresse, ey, der bleibt hier überall hängen. Und dann bin ich scheiße. Oh, ey, ich treffe auch nicht, wa? Boah, zum Glück sind wir tot. Zum Glück. Ey, die Level geht überlange. Was ist denn das, Mann? Ist ja krass. Schon die dritte Folge, die diese Level geht. Hat man, glaube ich, bisher noch gar nicht. Bisher hat man meistens immer so eine Folge, ein Level, beziehungsweise höchstens, dass in die nächste Folge mit reingegangen ist, die Level. Aber die ist ja jetzt schon abnormal lang. Oh, wir können auch einfach hier den Fahrstuhl nutzen. Auch praktisch. Boah, ist mir ein Überblick verschaffen. Wo zur Hölle bin ich denn gerade? Irgendwo hier unten. Ey, das gibt's nicht. Ey, Gott, bin ich beschissen, ey. Ich frag mich, ob hier auch unendlich viele Gegner kommen, dass ich eigentlich nur rüber ins andere Gebäude muss. Da oben ist schon mal einer von uns, ein Widerstandskämpfer. Von uns. Großer. Kurz mehr runtergehen. Gott, Alter, schon wieder alle, ey. Meine Rüstung schien ja weg. Glück gehabt, ey. Aber auch im letzten Moment, ey. Okay, gut. Gucken. Hier ist bestimmt irgendwo Lebensenergie. Meine Güte. Gibt's hier? Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Kacke, irgendwo noch Lebensenergie, Rüstung, irgendwas. Kacken, Dreck. Ey, sonst haben die auch immer Rüstung. Das gibt's nicht. Kacke, sind aufgeschmissen. Ja, da war doch Lebensenergie gerade, oder nicht? Stand da nicht irgendwas mit 100? Da. Supergeil. Aber Rüstung wäre natürlich viel schöner. Aber man kann nicht alles haben, habe ich gehört. So,
Munition, Munition, nochmal Lebensenergie. Da hinten ist Rüstung. Rüstung ohne Ende. Okay, doch keine Rüstung. Doch, hier ist Rüstung. 15er Rüstung. Ist zwar nicht perfekt, aber besser als gar nichts. So, jetzt suchen wir uns die restlichen Spinner hier. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich höre, aber ich sehe nichts. Na gut. Ach da. Boah, den habe ich richtig besorgt. Mal wieder. Schön zerlegt in die Wand reingeschossen. Oh, da hinten ist Rüstung. Oh, yes, baby. Yeah. Ich freue mich so sehr. Wie ein Teddybär. Ja, so eine Waffe macht das Leben schon ein bisschen einfacher. Gut, meine Waffe kann ich jetzt vergessen, weil ich kann mit der Waffe ja nicht klettern. Schade. Dann kann ich hier mal wieder mein Maschinengewehr draufsetzen. Los, mein Sohn! Nimm meine Hand! YOLO, wir haben's geschafft. Sind Sie Priester? Oh, das hier! Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Arsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie den Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis, lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt, da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich sehe mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte... Trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror-Billy, entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror-Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Nicht erwartet, dass sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror-Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt ihre verfickte Gleichheit, wenn sie nicht den Mumm haben, für ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommt zu spät zur Party.
Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schüttenhorten, der frisst sich direkt durchs Holz. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Da hat sie ihn ausgelockt. Das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Perry schon über einen Monat. Meine Fresse. Haben Sie den gezähmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Perry lernt schnell, ist clever und hat den Durchblick. Also, wie ist der Plan? Du reitest den Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig! Ganz ruhig! Ja, also entschuldigen Sie. Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Mega Spaß. Fett. Alles dafür. So. Aber bevor es weitergeht, machen wir hier erstmal Cut und hören uns wieder beim nächsten Mal. Träumt süß. Habt eine angenehme Nacht. Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Predigt und Prost. Alles klar. Schlaft schön, bis zum nächsten Mal. Träumt von mir, wie ich von euch. Bis dann.